Ein herzliches Hallo und seid gegrüßt, meine liebsten Freunde. Tretet ruhig rein in den wunderschön geformten Vorraum unseres gigantischen Archebaus. Wir haben den zweiten Bauplan mittlerweile vervollständigt, aber irgendwie macht sich noch keine Partystimmung breit. Die Monster sind noch ein bisschen so leicht konsterniert am Daherblicken. Irgendwas fehlt noch und ja, tatsächlich sollen wir noch ein paar Augen des Zerstörergottes sammeln. Zwei Stück haben wir ja schon, wir dachten, das reicht, zwei Augen, schon ganz gute Zahl, aber nein, der hat mehr als ein paar Augen, deshalb sollen wir noch drei weitere sammeln und das machen wir jetzt in dieser Folge, in dieser neuen Folge von Dragon Quest Builders 2, Hakashishi Doto Karapono, Shima, alles versammelt, alle da, ja, wunderbar, und jetzt Metatsu, komm mal mit, kleiner Schleimfreund, wir setzen uns mal rauf und werden da mal abdüsen. Metatsu, wo bist du? Metatsu? Ach, der sitzt schon. Ach du, das ist schon neben mir. Das ist ein kleiner Vogel. So, wir müssen mal gucken. Wo müssen wir hin? Ich hab das irgendwie mehr auf dem Schirm. Oh, wir müssen aber eine ganz große Tour machen. Hier oben hin. Da, die glänzenden Augen steht da. Und die waren hier irgendwo, ne? In diesem Sud, diesem roten Sud. Hier, Kakayakume, da müssen wir hin. Und da müssen wir erstmal hier durch den Strudel düsen. Full Speed. Wohlgemerkt, da dürfen wir nie vergessen, sonst werden wir eingesaugt und sind dann sofort vernichtet. Ah! Das wäre traurig, vor allem für unseren kleinen Freund Medatz. Und ich sehe gerade, wir sind ja in der letzten Folge auf Level 35 gestiegen und das ist das Maximallevel hier. Das ist aber wirklich, das ist ein bisschen abgespeckt, das Chapter. Nur 5 Level, nur 2 Siedlungsstufen. Wie kommen wir zu dieser Ehre, dass es so wenig ist? Naja, sei es drum. Das heißt, wir müssen keine großen Monsterschlachten mehr führen, um Erfahrungspunkte noch zu sammeln. Stattdessen düsen wir einfach mal ein bisschen durch die Einöde. Warte mal, wo müssen wir hin? Ach, da oben einmal rum und dann... Oh, bloß nicht eingesaugt werden hier. Hier sind noch Fragmente vom Dom der Zerstörung, der hier auf dem Hügel thront. Der Heimat von Yojis. Den wir ja mittlerweile auch... Dergestalt auf unsere Seite führen konnten, dass er gesagt hat, ich kappe alle Verbindungen zur Zerstörung, ich will heute von diesem Punkt an nur noch für die Schöpfung sorgen. Wir müssen jetzt tatsächlich hier lang. Und wir merken die Aktivität vom Zerstörer Gott nimmt zu. Der ist so wütend, der schlägt hier um sich. Wir müssen aufpassen, wir müssen uns beeilen. Denn sonst gibt es keinen Weg mehr zurück für uns. Oh, 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 oh. Oh. Ah, Sinokurano. Da ist ein komischer, großer Typ. Aber, du siehst das. Das sind, hier sollten die, sollte der Ort scheinbar sein, von dem die Gargoyles gesprochen haben, wo man die, lichtausstrahlenden Augen finden soll. Was ist denn dieses... rote Wasser eigentlich. Und da drinnen glänzt etwas. Ist ein bisschen unheimlich, aber irgendwie auch zugleich so wunderschön. Die Augäpfel des Zerstörergottes. Ob der Typ da irgendwas weiß? Wir sollten ihn mal fragen. Das ist ein Erzdämon, ne? Hallo? Der schläft doch glatt. Mit dem Mund. Der schnauft hier schlafen. Ich glaube, der hat irgendwie Kreislauf zusammen hoch oder sowas. Reden wir mal an. Oh, der Tag der Zerstörung liegt vor uns. Und hier das rote Meer, die großen Augen. All das kommt hier nieder, herabgesunken auf uns. Nur, wer bist du? Ich bin der finstere Hohepriester. Mein Name ist Aden. Kennst du mich? Ich hab von dir gehört. Du kennst mich also. Ja, ich bin auch Aden, einer der drei Hohepriester dieses Gebietes. Und? Was wollt ihr hier? Ein Mensch und ein Metallschleim? Was habt ihr vor? Was? Ihr seid gekommen, um die lichtausstrahlenden Augäpfel zu holen? Die Augäpfel des Zerstörergottes sind hier oben. Dringe in das Rote Meer... Schwimme empor und du kannst ihn erklimmen. Den Berg oder dieses
Flüssigkeitsgebilde. Aber hast du etwa vor, einen Teil des Zerstörergottes zu zerstören? Natürlich. Machen wir jetzt auch. Ey, was brüllst du denn? Na, guck dir das mal an, was ich hier kann alles. Haben wir doch schon mal gemacht. Also, Metaps, komm mal mit. Wir dringen empor. Mit ein paar gezielten Handschlägen sind wir gleich hier oben. Und da sehen wir schon Leuchten. Ein komisches Glänzen. Und da sind sie. Die Augäpfel. Wir müssen den Schlag richtig timen. So. Und noch einmal. So. Und da sind noch viel mehr. Wir haben zwar schon 5, aber wenn wir schon 6 haben können. Oh oh. Da ist der Zerstörergott selbst nicht sehr glücklich drüber, dass wir hier Teile von ihm abpflücken. Hier sind noch ein paar Flügelchen. Das war von unserer ersten Aktion hier, wo wir versucht haben, das Gebilde so ein bisschen zu zersprengen. Erstmal unter Wasser ein bisschen essen. So, wie wär's denn hiermit? Das treibt dann nämlich alles empor. Ein paar Rohstoffe noch, die wir mitnehmen könnten. Jawohl, aber gleich ertrinken wir, verdammt. Wir müssen erstmal an die Oberfläche dringen. Oh oh. So, erstmal ganz kurz verschnaufen. Dann wollen wir doch noch ein paar Fragmente hier abklamüsern. So, guck mal an. Ich hätte gerne noch ein paar Sprengbomben. Ein paar Sprengerbrade. Das ist noch eine Augapfel. Das ist alles Ressourcen für den finsteren Palast von Onba, den wir auf jeden Fall noch bauen wollen. Na. Machen wir gleich mal so. Jawohl. Warum kriegen wir denn die Schwingen hier nicht abgebaut? Glaube ich, immer das Verknüpfungsding hier abreißen. Naja, sei es drum. Das sollte auch eigentlich schon reichen. So. Dann zeigen wir ihm mal die Glubscher, die wir gerade gesammelt haben. Ja, da kannst du brüllen, wie du willst. Ich habe 7 Stück, mein Freund. Oh, ihr. Was ihr habt? Tatsächlich die Augäpfel des Zerstörergottes geraubt, zerstört, mitgenommen. Was seid ihr für komische Gestalten? Ihr wisst, dass ihr bestraft werdet dafür, dass ihr einen Teil des Zerstörergottes vernichtet habt. Nun hör doch mal auf zu faseln. Du, was bist du denn für einer? Ganz ehrlich. Hä? Du willst doch einer der 3 Hohepriester sein, so wie du hier rummeckerst? Denn die anderen beiden Hohepriester, Jigok und Yojis, die sind alle auf unserer Seite schon. Wenn du willst, kannst du auch mitkommen. Nur, wovon redet ihr? Wer seid ihr denn überhaupt? Aber verstanden. Ich werde euch unterwegs ausfragen noch. Ich werde mit dem Auto mit euch folgen. So, und der Erddämon kommt tatsächlich mit? Schreibt mal auf. Das ist aber auch nicht schlecht, oder? Oh, oh, wow, wir dürfen nicht hier absacken. Es wird aber immer schwieriger, denn jetzt nehmen die Angriffe wirklich spürbar zu. Und es wird uns hier der Weg hinter dem Wagen weggerissen. Und es ist wirklich, das ist wirklich ein Albtraum hier. Vor allem, weil wir jetzt auch noch den Erzdämon hier drauf sitzen haben und es noch langsamer vorangeht.
So. Ah, hier sitzen wir mal gut auf, sagt er. Dann warte mal ab. Wenn du unsere Arche erstmal siehst. Da kommst du aus dem Staunen nicht mehr raus. So. Und jetzt, die unterhalten sich, was halt, wer ist der große Shido? Wovon wird hier geredet? Was macht ihr? Was meint ihr? Was ist denn hier überhaupt Sache? Ja, wir brauchen auch Informationen zu Shido. Ahaha, ihr seid ganz schön interessante Gestalten. Sagt der hier, ah. So, hier müssen wir jetzt entlang kommen und dort vorne. Was? Eine Arche, sagt ihr? Ja, guck mal. Da ist es schon, unsere Arche. Ho, das ist also eure Arche? Ganz anders, als ich es mir vorgestellt habe. So, und er ist ein Gigant. Ja, passt aber auch noch rein. So, und die begrüßen dich auch erstmal alle. Sehr gut, willkommen und hallo. No! Das ist also die Arche, die Monster retten soll. Und du, Bilder, hast sie mit dem Monster zusammengebaut? Und Digok sagt, oh, Arden. Jujis? Ah, auch. Oh. Ah, Vita, warte, bist du auch von dem Bilder hergeführt worden und hierher gekommen endlich. Gwahaha, langes her, Digok und Jujis. Ich habe mir alles erzählen lassen vom Bilder auf dem Weg hierher. Ich bin noch so ein bisschen, noch nicht ganz überzeugt, ein bisschen im Unglauben noch, gefangen, aber ich sehe gerade, ihr habt ihm geholfen beim Bau der Arche. Hey, du Typ. Wie warst du an Pontan oder wie hieß er immer? Wie dem auch sei, wenn du ein Hohepriester bist, dann weißt du doch bestimmt irgendwas über, die Burg von Hagorn, oder? Ach so. Kudanu möchte den Zerstörergott treffen und deshalb in das Schloss von Hagorn eindringen, oder? Aber das Schloss von Hagorn umgibt eine Barriere. Ha. Und ja, die Barriere wird geschaffen von 3 schwarzen Monstern, die hier rumschweben und die halten die aufrecht. Schwarze Monster, die Barriere erschaffen haben? Das heißt, wir müssen das super Auto weiter renovieren oder noch aufpimpen, um auch durch die Luft zu fliegen und die Barriere zu zerstören, nicht wahr? Was Informationen über die Monster, die Barriere aufrechterhaltenen Monster anbelangt, so, wenn ich irgendwas weiß, werde ich es dir natürlich sagen. Ich bin ja auch als Kamerad, ja, jetzt hier bei eurer Seite. Und somit haben wir den finsteren Hohepriester Arden, den Erzdämon, auch noch aufgenommen und zu unseren Kameraden dazu geholt. Der wird uns jetzt natürlich auch seinen Dienst erweisen, ganz sicher. So, abgeschlossen. Und jetzt können wir nochmal mit Grimun reden. Kekeke, Kurando. Du hast also die besagten lichtausstrahlenden großen Augen geholt, nicht wahr? Pipi, pipi, starke Energie wurde erfasst. Ja, ja, diese Augäpfel. In ihnen birgt sich eine unglaubliche Kraft. Und wir können sie nutzen, um das Auto zu pimpen und die Arche weiterzubauen. Irgendwann kommt auf jeden Fall der Moment, wo wir sie brauchen werden. Also halt sie erstmal in petto. Okay. Ach übrigens, Kidda G. Was mir seit längerer Zeit nicht aus dem Kopf geht. Du hast doch, dein Körper beinhaltet doch wahnsinnige Waffen, nicht wahr? Ho, 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 ho. Ja, was denkst du denn? Ist dir das jetzt erst aufgefallen, dass ich ein wahrer Killer bin? Mit diesen Waffen sollten auch die schwarzen Monster kein Problem sein. Hey, Kurando! Bevor der Typ hier angefangen hat, rumzuprallen, ja? Müssen wir auf jeden Fall die Arche erstmal fertigstellen.
Ja, Kurando sollte die Baumaterialien vorbereiten. Und ja, sehen, wie wir Bildermonster das hier alles richtig schön zusammenzimmern. Die Arche ist doch schon fertig. Piep, 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 Kurando. Der Bau der Arche läuft ja fantastisch. Der Abschluss dieses Bauplans ist schon 90%. Das ist unerwartet, unglaublich. Wenn wir diesen Bauplan abschließen, dann können wir noch gaga. Hey, Killer G, sagt es Kishim. Bist du in Ordnung? Was ist denn los mit dir? Übernimm dich nicht. Du bist ja auch schon ein bisschen verrannt. Gaga. Wieder dieses Schütteln und Ruckeln und Wackeln. Aha, sagt jetzt Jojis, einer der Hohepriester. Wir merken, die Kraft des großen Zerstörergottes nimmt wieder zu, wird immer stärker. Und Metat sagt, der Zerstörergott, es wird schlimm, wenn er wirklich ernst macht und richtig wütet. Wir müssen die Arche schnellstmöglich fertigstellen. Kekeke, sagt Grimun. Ich als Bauherr werde das schon übernehmen. Ich werde euch schon antreiben, wie die Pferde, die den Pferdewagen anziehen. Und Jigok sagt, Kurando. Alle Baustoffe, die wir brauchen für den Bau der Arche, solltest du in das Schließfach tun, ja? Und ja, du kannst sie schaffen, die Baumaterialien aus den Höhlenstücken des Zerstörergottes. Bitte, erschaffe sie. Das wissen wir doch alle schon, haben wir doch schon fertig gemacht. Und Dorada sagt jetzt, ach übrigens, das ist ja so, dass wir, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen von vorhin so ein paar Blöcke mitgenommen und dadurch wurde mir so ein bisschen schwindelig. Also der Schwindel hat mich überkommen. Ich habe das Gefühl, irgendwie macht mir das Bild in letzter Zeit so viel Spaß und Freude. Ich kann gar nicht mehr aufhören. Ich möchte unbedingt die fertiggestellte Arche sehen. Und ja, und jetzt sagt auch Grimon, ja, also es ist ja so, dass wir früher nur Dinge zerstört haben. Und der ja wirklich an die Säcke geglaubt hat, ne? Ich fange an, nichts mehr zu glauben. Ich kann schon nicht mal das Zeichen der Sekte sehen. Und wenn ich dich schon alleine sehe, Dorada, da werde ich ganz wütend. Du machst mich aggressiv. Ja, weil wir müssen ja wissen, dass die Darkies sind ja irgendwie so Symbolwappen der Sekte. Wie bitte? Nein, das Symbol der Sekte sind doch keine Draki. Das ist falsch. Sieht zwar so aus, aber das ist nicht so. Oha. Was ist denn, Kurando? Was bist du so in Gedanken vertieft? Hast du Bauchschmerzen oder so vielleicht? Apropos Kurando, sagt Kilaji. Mir ist auch etwas in den Sinn gekommen. Auch wenn die Arche fertiggestellt ist, wer steuert sie denn dann eigentlich? Ich kann kein Schiff steuern. Ganz gewisses, ja, das ist, da habe ich gar nicht über nachgedacht, du hast recht. Was machen wir denn dann? Was machen wir denn dann? Das müssen wir noch herausfinden. Vielleicht steuern wir das, vielleicht steuert das der Erzdämon, aber erstmal steuern wir gar nichts, denn da sind die Monster schon wieder am Angreifen. Und sogar ein paar mehr diesmal. Ah, sie bringen ihre Kerzen mit, das ist aber nett. Lassen sie ein paar Kerzen fallen, das freut uns. So. Nehmen wir alles an uns. So, kommen alle miteinander wieder zusammen hier. Ich erfrag mal die Bitte von dem Erzdämon, denn der möchte noch was von uns. Ach so, übrigens, habt ihr gar keinen Kapitän hier? Haha, Kurando. Denn eine Arche ist ohne einen Kapitän auch nur eine Kiste, nicht mehr. Aber ich, der große Aden, hab eine Idee, wer denn zum Kapitän werden könnte. Denn mir ist zu Ohren gekommen, dass irgendwo hier auf dieser Erde, ja, irgendwo ist ein Sonderling, der im Begriff ist, seltsame Schiffe zu
verwalten und zu steuern. Ein ganz sonderbarer Typ. Wie bitte? Jemand, der ein Schiff verwaltet, jemand, der auch eine Arche steuern könnte? Wer es auch sein mag, ist doch egal, Hauptsache er kann steuern. Aber, sagt Aden. Dort, wo er sich auffindet, ist es natürlich nicht leicht hinzukommen. Inmitten der Finsternis. Ein Ort, den man nicht so leicht erreichen kann. Aber, wenn wir alle uns Gedanken machen, dann können wir bestimmt noch einen Weg finden, wie wir finstere Wege beleuchten können. Kudando. Lass uns erstmal alle Gedanken machen. So, wir müssen also erstmal einen Kapitän finden jetzt. Oha. Kicke, die freuen sich alle. Das ist schon mal ein ganz gutes Zeichen. Was sagt denn Kichi? Ich hab zugehört, was ihr gesagt habt. Also, ja, es ist so, dass der Rand der Welt die Peripherie ist von Finsternis umschlossen. Und du fragst dich, wie man da lang gehen kann oder wie man da verreisen kann. Aber wir müssen uns Gedanken machen. Wenn wir alle unsere Weisheit vereinen, dann fällt uns das ein. Durch die Dunkelheit reisen. Ein Licht! Ja, wie wär's, wenn das super Auto, ja, aus seinen Augen Licht oder sowas ausschreien könnte, dann... Oh, ja, genau. Wir müssen dem super Wagen einfach Lampen verpassen. Dann können wir auch den Weg zur Festung von Hargon beleuchten. Gnimun sagt, ach, wenn wir von Augen sprechen, dann werden es doch die großen Augäpfel, die Licht ausschreien können. Die haben eine wahnsinnige Kraft. Daraus kann man doch vielleicht was machen. Ho. Ja, es war also gut, sie aufzubewahren. Kudando, kannst du daraus vielleicht irgendwas schaffen? Wenn dir irgendwas einfällt, dann nutze es, um den super Wagen aufzupimpen. Male also einen Bauplan. So. Das wäre doch was, oder? Jetzt haben wir hier eine Aufpimp-Garage fertiggestellt. Und Kishim sagt, oh. Guck mal hier. Da müssen wir so ordentlich noch was ranzimmern. Aber das wird sich lohnen, denn das Ding wird aufgebaut dann. Du hast also einen Bauplan gebaut, um das Auto noch zu optimieren. Ja, also die lichtausstrahlenden großen Augen. Da kann man direkte magische Energie ausstrahlen und somit das Auto durch die Augen des Autos sozusagen Licht schaffen und die Umgebung erhellen. Wenn der Bauplan abgeschlossen ist, dann kann man... Da muss man es irgendwo natürlich hier parken und deshalb, Kudan, das überlassen wir dann dir wahrscheinlich erstmal. Ja, wir werden uns um den Bau der Arche kümmern, die ja auch schon fertig ist, Kishim, du Intelligenzbestie. Und Kudano, du wirst dann das super Auto weiter optimieren. Das ist also unser Plan. Wir sollen das hier also zusammensetzen und zusammen schimmern. Das ist gar kein Problem. Das werden wir natürlich richtig schön mit Bravour noch machen. Erstmal platzieren wir hier aber halt die letzten Fragmente. So, und dann gucken wir, dass wir all die Sachen, die wir jetzt noch brauchen, herstellen. Und das Auto damit auf eine neue Ebene heben. Es optimieren und dadurch schneller weiterkommen. So. Mach immer von allem so ein bisschen mehr. Ledersäulen und Farbfenster haben wir neu zum Errichten, aber die brauchen wir jetzt gerade nicht. So. Hier noch ein bisschen. Was wir vielleicht nochmal machen könnten, ist hier in der Küche noch ein leckeres, großes Gericht erschaffen. Dafür brauchen wir aber doch dann die Ranken. So, und den Rest können die weiterkochen. Haben wir denn hier vielleicht irgendwo noch schon ein Gericht fertig? Nee. Die haben einfach hier diese Teile, Maschinenteile reingebaut. Dabei wollten die doch kochen. Was ist das denn?
So, das ist hier gleich fertig. So, also gut. Was ist mit dir los? Wir müssen einen Kapitän suchen. Ja, den werden wir suchen. Den werden wir auch finden. Aber erst einmal müssen wir den Bauplan hier zusammen setzen. Also hier müssen die Rohre hin. Warte mal. Erstmal brauchen wir die Lampen. Das ist Fundament, ne? Wo müssen die hin? Hier? Ne, Quatsch. Hier hin. Ach, wir brauchen viel mehr Blocklight. Was hab ich denn da wieder für eine Kacke verzettelt? Hä? Wurde gar nicht aufgezeichnet. Vielleicht habe ich auch noch welche im Inventar. Oder irgendwo in der Kiste jedenfalls. Brauchen wir davon mehr. Moment. Hier, ne? So, und hier waren dann, glaube ich, da die Rohre, die an da oben reinführen. Nee, das war eindeutig nicht richtig. Nee, warte mal, was kommt? Kommen die da eigentlich hin? Warte mal, ich muss noch mal ein Bild von der Lage hier. Da kommen die Dinger rein. Also unsere Pimp-Garage muss jetzt mal so weitergebaut werden. So, Rohre führen dann von dort zu der Maschine. Also hier. Nee, das ist doch wiederum falsch, oder? Halt! Ah! Jetzt dahin. Da müssen die T-Gelenk-Dinger hin. Haben wir davon noch welche hier? Ja. Die müssen da hin. Und dann führt das alles zum Auto. Müssen wir nur noch die Augäpfel platzieren. Und die platzieren wir hier drauf. Und stellen das damit soweit fertig. Oh, das ist doch... Das ist doch, sagt Metatz. Was machen wir... Was passiert denn jetzt? Ja, warte mal ab. Guck dir das mal an, was ich jetzt hier raus bastel schön ist. Wenn du mich hier und dort noch mal zusammenwirst, dann wird hier noch ein bisschen rumgeschraubt. Die werden aktiviert, die Teile. Gehobelt und geklopft. Und zwar ein Highspeed. Und im 0, nichts. Seht ihr, was hier passiert? Leuchteaugen. Und somit haben wir den Bauplan für die Pimp-Garage fertig. Und Lampen an dem Auto angebracht. Oh ja, sagt Lemon. Das ist ja Wahnsinn, Gorano. Du hast das Auto fertig aufgepimpt. Und du kannst aus den Augen Licht ausströmen. Ho, ho. Oh, das ist ja Wahnsinn. Wenn ich das sehe, damit kannst du, wenn du in die Dunkelheit fährst, automatisch das Licht aktivieren. Und das ist ja erschreckend toll. Wie zu erwarten von dir, Kurando. Du kannst jetzt die Dunkelheit, die kein Licht enthält, durchpassieren und fahren. Und überall hin in den letzten Winkel und Ecken der Welt. Frag ich ihm? Kaka. Gut gemacht, Kurando. Und jetzt kannst du mit den Augen des Autos Licht ausstrahlen. Und dadurch, sagt Mittags, kann man überall hingehen, in alle Ecken und Enden. Vielleicht können wir jetzt zwar noch nicht zum Schloss von Hagorn, aber das ist schon mal trotzdem ein Fortschritt. Um zum Schloss von Hagorn zu kommen, müssen wir durch die Luft fliegen können und die Barriere, die starke Barriere der schwarzen Monster vernichten. Also müssen wir, das Auto muss erstmal fliegen können.
Dann müssen die schwarzen Monster besiegt werden. Die Barriere muss vernichtet werden. Und dafür braucht man dann irgendwelche magischen Waffen. Kurando, du kannst bestimmt irgendwas herstellen, oder? Da fällt dir bestimmt noch was ein, was wir basteln können. Ja, es muss einen Weg geben. Ich mag mir jetzt zwar noch keine Gedanken machen, aber es muss irgendwas geben, was uns weiterbringt. Guahaha, sagt Aden, der große Erzdämon. Kurando, was ist mit dir los? Warum hackt der denn da? Hallo? Wo geht's denn hin? Du hast jetzt das Licht am Auto und kannst sogar durch die tiefste Dunkelheit reisen. Und jetzt musst du den Sonderling finden, dem du das Steuern des der Arche überlässt und den hierher bringen. Also ich bitte dich, Kurando, gemeinsam mit Tats kannst du in dem aufgepimpten Wagen ausfahren, um den Kapitän zu holen. Und das ist jetzt unsere Fertigkeit. Wir können Licht ausstrahlen mit dem Auto und ja, damit dann die Umgebung erhellen und da jetzt den besagten Ort auf der Karte ansteuern, der, wie gesagt, hier oben irgendwo in der Finsternis ist, ne? Da oben. Dadurch und dann irgendwie hier am Rande in der Peripherie noch ein wenig rumdüsen, liebe Leute, aber das machen wir nicht jetzt, sondern in der nächsten Folge. Ich hole nochmal alles zusammen. Die ganze Bilderfertigkeit muss hier kultiviert werden. Und hier geht es das nächste Mal weiter mit unserem neu aufgepimpten Auto. Und ich hoffe, dass die Welt dann auch noch steht. Und bis zum nächsten Mal könnt ihr nochmal schön kommentieren und liken. Ich freue mich auf euch natürlich. Bis dahin, bleibt gesund und munter, gabt euch wohl. Und auf Wiedersehen.